Team Domi auf jeden Fall. Team Domi! Es gibt ja manche Menschen, für die ist es völlig unverständlich, warum man in der Öffentlichkeit oder mit Freunden über deren Sexleben reden würde. Oh, lame. Und es gibt mich, haha, und noch andere Stars, weil ich sonst da bin. Die reden gerne mal darüber. Deswegen jetzt hier ein paar schmutzige Sexdetails von unseren Promis. Justin Bieber macht's mit sich selbst. Also wirklich, bei dem weiß man ja wirklich, dass er gut im Bett ist. Also der hat eine Riesenkeule, aber jetzt kommt das Verstörendste überhaupt. Er besteht beim Sex drauf, seine eigenen Songs zu hören. Oh, das geht so krass gar nicht. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could oh Gott, das ist ja so ein Abtörner. Rihanna steht auf Schläge. Kein Wunder, dass sie mit Chris Brown zusammen war. Und da mal eine abbekommen hat. Sie ist ja eigentlich eine krass dominante Person, aber im Bett genießt sie es, wenn Männer an die Macht kommen. Adam Levine stöhnt sich zum Glück. Er ist ja gerade der sexiest man alive, wurde er gewählt, und Frontman von Maroon 5. Yeah. Und bei ihm, wenn es beim Sex nicht absoluten Krach, Geschrei und sonst was gibt, der schreit und der will auch, dass geschrien wird. Angelina Jolie ist kein Engel, wissen wir ja, die hat auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Mit 14 hatte sie ihr erstes Mal und sie hat wirklich den Typen mit einem Messer geschnitten. What the heck? Jetzt will sie einfach, dass es ihm so nah sein wollte und es so sehr fühlen wollte, sie ihn einfach mit Messer schlitzt. Ich glaube sogar, er hat sie zurückgeschnitten. Ernsthaft, einfach zurückgeschnitten. Britney Spears legt Hand an. Ja, die tut ja immer wie so ein krass unschuldiges Schulmädchen. Bullshit, überhaupt nicht. Sie steht total auf Selbstbefriedigung, während sie Sex hat. Fässt sich selbst an, weil sie einfach auch der Meinung ist, wenn die Frau mega angeturnt ist, turnt es den Typen erst recht an. Definitiv hat sie damit recht. Ryan Gosling steht auf Schmutz. Heiße Ratte, schmutziger Sex, war eigentlich völlig klar. Also Hauptsache kein Blümchen. Hauptsache kein Blümchensex. Alles andere ist nice. Ryan, you're my man. Heidi Klum steht voll auf Harry Potter Style. Sie hat mit ihrem Ex-Mann hat sie sich immer Sex-Dates ausgemacht. Um 14 Uhr auf dem Dachboden treffen wir uns, machen eine kleine Runde. Dann 18 Uhr im Wandschrank. Also wirklich Harry Potter Style. Oh. Nur, dass ihr Wandschrank wahrscheinlich millionenmal größer war. Kristen Stewart, die von Twilight, die mag es gern schweißig. Die finde ich sowieso wirklich ein bisschen komisch. Und sie steht halt krass auf dieses animalische Kikeriki. Mäh. Wirklich, sie will richtig angeturnt werden, angespornt werden beim Sex, damit sie richtig krass ins Schwitzen kommt und dann nach Schweiß riecht. Also ich glaube, ich wäre jetzt gerade ready für sie. Nein, wirklich, sie steht auf Schweiß, auch bei Typen, und leckt auch gerne dran. Und hier sind meine süßen Singles der Woche für dich. Auf der einen Seite habe ich die Theresa. Was bei Theresa überhaupt nicht geht, ist, wenn Männer nicht wissen, was sie wollen. Und das ist so wahr. Das geht wirklich gar nicht. Also Männer, ihr müsst wissen, was ihr wollt. Und auf der anderen Seite habe ich den Khalil. Ich habe ihn gefragt, was er gern für eine Pflanze wäre. Und er wäre auf jeden Fall ein Zedernbaum, wie auf seiner libanesischen Flagge. Vor allem, weil der richtig groß wird und weil das Holz eine super krasse Qualität hat und man damit noch viel mehr anrichten kann. Das war's mit meinen Singles der Woche. Wenn du einen von den beiden super toll findest, kannst du die natürlich kontaktieren. Ganz easy auf jam.fm/singles. Oder wenn du hier bei mir sein möchtest, schreibst du mich einfach mal an. Alles darunter in der Infobox, da findest du alles dazu. Das war's mit Domis Quickie. Wieder nächste Woche. Donnerstag. Domi. Immer Montag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr auf Jam FM.